Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich bin jetzt hier gerade in der Ponywiese. Hier werde ich schon von Hadassa verfolgt. Und ich hatte euch ja schon im letzten Video, wo ich euch die beiden neuen Mushroom-Stuten vorgestellt habe, angedeutet, dass da noch jemand bei uns eingezogen ist. Und zwar sind die beiden nicht alleine eingezogen. Nein, die beiden Ponys sind es auch nicht. Das da hinten ist Gigolo, unser Pachthengst, und das ist die Hadassa. Die haben wir auch schon ganz lange, sondern diese Dame ist noch mit eingezogen. Und zwar ist das die Gonni. Gonni ist auch eine Mushroom-Stute, wie man sieht. Oh, hat sich ja ein bisschen die Mähne geflochten, ganz hübsch, wie man sieht. Allerdings eine ganz dunkle Stute mit dunklem Behang. Also nicht so wie die beiden Jungstuten, die ja ganz hell sind und die weiße Mähne haben, sondern sie ist recht dunkel. Hat ja auch schon angedeutet, dass es zu der noch eine besondere Geschichte oder einen besonderen Fakt gibt. Und zwar ist sie nämlich witzigerweise die Mutter der zweijährigen Mushroom-Stute. Was eigentlich ganz lustig ist, weil die ja so ein ganz heller Mushroom ist. Aber der Vater, also der Hengst, mit dem Gonni damals verpaart wurde, ist halt auch Fuchs mit blonder Mähne. So ein relativ heller Fuchs. Deswegen ist sie wahrscheinlich einfach dann so eine helle Mushroom geworden. Hat sie mehr vom Papa mitbekommen. Und die zweite Sache ist noch, das ist nicht die einzige Verwandtschaft von Gonni, die wir hier haben, sondern wir haben auch einen Halbbruder von ihr. Und zwar hat Gonni die gleiche Mutter wie Köhn. Ist natürlich jetzt erstmal für unsere Zucht eigentlich ein bisschen blöd. Deswegen steht sie auch jetzt oder ist sie von Gigolo gedeckt und nicht von Köhn. Was natürlich eigentlich sinnvoller wäre, die zwei Mushroom miteinander zu verpaaren. Aber die sind halt, wie gesagt, Halbgeschwister. Deswegen haben wir das natürlich nicht gemacht und haben deswegen jetzt erstmal den Gigolo hier genommen. Für nächstes Jahr haben wir da schon einen Plan, wie wir das machen. Wir sind natürlich auch nicht zu Köhn gehen, ist ja immer noch genauso verwandt. Aber da haben wir schon auf jeden Fall uns was überlegt, was wir dann machen werden. Ansonsten werden wir langfristig da auch hoffentlich eine gute Lösung haben. Da erzähle ich euch aber mehr zu, wenn es soweit ist. Da wird sich auch nochmal was tun, aber es ist alles noch gerade nicht tausendprozentig spruchreif. Also da werden wir auf jeden Fall demnächst auch eine gute Möglichkeit haben für die Stuten, die mit Köhn verwandt sind. Das wird ja Emmy dann in 3 Jahren auch betreffen, wenn die da mal zum Hengst soll. Und dadurch, dass Emmy ja auch eine Mushroom-Trägerin ist, ist es natürlich auch sinnvoll, sie mit einem Mushroom-Hengst zu verpaaren. Ich meine, kommt ja nicht nur auf die Farbe an, also es muss ja auch alles andere passen. Aber wenn ich halt einen guten Mushroom-Hengst habe, der nicht mit den Stuten verwandt ist, dann ist das natürlich auch meine erste Wahl. Also ich freue mich auch sehr auf dieses Fohlen hier mit Gigolo nächstes Jahr. Vor allem, weil das Fohlen ja definitiv ein Mushroom-Träger wird und natürlich gleichzeitig auch noch von Gigolo sein Check-Gen mitbekommen könnte oder sein Falb-Gen. Er ist ja Falbe, sieht man ja. Und er trägt ja auch ein Aufhell-Gen, also er ist ja quasi ein Graufalb oder Smokyfalb, das kann man gar nicht so, Graufalb, Smokyfalb, wie auch immer. Oder halt entsprechend, ich weiß es nicht, Buckskin-Falbe, dafür ist er ein bisschen dunkel, also ich schätze mal eher ein Smokyfalbe. Definitiv trägt er aber eine Aufhellung, entweder mit schwarzer oder brauner Grundfarbe. Und da ist halt die Frage, das könnte er natürlich alles weitergeben, sprich das Fohlen wird eh eine riesen Wundertüte. Das kann natürlich auch ein Fuchs werden, das kann ein Fuchsschecke werden, ein Fuchsfalbschecke. Also da gibt es echt richtig viele Möglichkeiten. Mushroom würde ich jetzt, glaube ich, ausschließen. Ich glaube nicht, dass Gigolo Träger ist, also zumindest spricht da jetzt abstammungsmäßig erstmal nichts dafür. Müsste man dann in der Tat testen lassen. Ja, deswegen bin ich auch sehr gespannt auf das Fohlen nächstes Jahr. Wäre natürlich auch mega, wenn da ein Stutfohlen rauskommen würde, was dann ja auf jeden Fall ein Mushroom-Träger ist, weil Gonni ja die Mutter ist. Und ansonsten ist sie ganz lieb, ist jetzt nicht so das mega verschmuste Pony, dass sie ständig hinter einem herläuft, aber sie ist jetzt auch noch nicht so lange hier, also muss sie auch noch ein bisschen eingewöhnen. Die werden dann meistens mit der Zeit bei uns dann alle recht zutraulich. Also unsere Selbstgezogenen sind natürlich eh immer ständig um uns rum und wollen gestreichelt werden. Und die anderen, die lernen das dann aber auch relativ schnell, dass das eigentlich ganz cool ist, wenn sie, wenn jemand kommt und dass das Spaß macht und dass man dann sich gerne mal streicheln lässt oder vorbeikommt. Ansonsten ist sie schon ganz dicke hier mit Hadassa. Die sind schon die besten Freundinnen. Die beiden sind jetzt alleine mit Gigolo hier im Moment. Gigolo werde ich nächste Woche auch zurückbringen zu seinen Besitzern. Den hatte ich ja nur gepachtet dieses Jahr. Also er ist jetzt genau ein Jahr bei uns, ist letztes Jahr im Herbst schon gekommen und der wird auf jeden Fall jetzt nächste Woche dann wieder zurück zu seinen Besitzern gehen.
es eigentlich. Ja, wir sind ganz happy mit ihm. Also ich bin sehr gespannt auf seine Fohlen, aber mal gucken, wie wir es nächstes Jahr hengstmäßig machen. Wir haben ja eh drei selber in der Zucht. Pantau, G-Special und Köhn. Und mal gucken, ob ich nächstes Jahr nochmal vielleicht einen pachte, nochmal ein bisschen frisches Blut halt reinbringe. Mit Pantau und G ist es halt mittlerweile schwierig, weil wir einfach so viel Verwandtschaft haben. Ich möchte die beiden aber auch nicht verkaufen. Deswegen ist es vielleicht eine Alternative, einfach immer mal alle 2 Jahre oder so einen Hengst zu pachten, um einfach mal wieder ein bisschen frisches Blut zu haben. Und ja, hier ist sie jetzt gerade nochmal, die Dame. Ein bisschen verstrubbelt. Ja, genau. Ein bisschen verstrubbelt. Kriegt auch schon ziemlich Winterfell. Gonny ist 7 Jahre alt. Ist 2013 geboren. Hatte schon Fohlen. Wie gesagt, hat ja auch, also die 2-jährige Mushroomstute, die wir da haben, ist eine Tochter von ihr. Letztes Jahr weiß ich gar nicht, ob sie ein Fohlen hatte. Doch. Sie hatte, glaube ich, auch einen Mushroom-Stut-Fohlen. Und ja, für dieses Jahr war sie jetzt vorher mal noch nicht gedeckt. Ist jetzt bei Gigolo gelaufen, war auch nur einmal rossig. Also ich hoffe, das hat geklappt. Wird dann zwar eine der letzten Stuten sein, die nächstes Jahr fohlt. Also wahrscheinlich so Mitte, Ende Juni. Aber ist ja auch okay, so Sommerfohlen sind ja auch ganz schön. Vor allem ist es auch mal ganz schön, wenn sich die Fohlenzeit so ein bisschen auseinanderzieht. Dass man jetzt nicht innerhalb von 3 Wochen alle Fohlen da hat, sondern man das ein bisschen länger genießen kann. Diese Zeit ist halt auch immer ganz nett. Ja, das auf jeden Fall zu dieser Stute hier. Also sie ist zusammen mit den anderen beiden Mushroom-Mädels eingezogen. Also das war so ein ja, Großeinkauf, könnte man sagen. Jetzt ist es auch so, also jetzt haben wir auch aktuell wirklich genug Stuten für Köhn. Er hat jetzt eine schöne Herde. Sie, wie gesagt, wird da ja nicht dazugehören. Die wird ja zu einem anderen Hengst gehen, aber es war einfach, ja, ich konnte sie auch einfach irgendwie nicht da lassen. Nee, die wird auch so bei uns. Also da haben wir schon unsere Pläne für die Zucht, wie das mit den Stuten, auch mit Emmy und so weitergeht. Aber wie gesagt, da müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden. Dann werde ich euch da auf jeden Fall berichten, was sich da ergeben hat. Und euch auf dem Laufenden halten. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bin gespannt, wie ihr Gonny findet, was ihr von ihr haltet und welche von den Mushroom-Mädels euch besser gefällt. Achso, die Auflösung vom letzten Mal steht ja auch noch aus. Ich hatte ja gefragt, was ihr denkt, welche von den zwei mir besser gefällt. Also mir gefallen die beiden Jungstuten beide sehr gut, aber ich mag ein bisschen lieber die 2-Jährige. Die etwas kleinere 2-Jährige. Warum, kann ich gar nicht mal so sagen. Also sie ist ein bisschen zutraulicher. Gut, die andere ist aber auch erst 1 Jahr alt, also ist auch okay. Aber irgendwie, die habe ich gesehen und das war direkt so meins. Also ich finde sie alle toll, alle drei, auch hier Gonny. Logisch, vor allem wie gesagt, ich mag die Farbe halt einfach, es ist ja Geschmackssache. Ich mag auch super gerne Falben. Also Falben mag ich genauso gerne wie Mushroom. Hier vorne hat das, heißt ja auch eine Braunfalbschecke. Und wir kriegen ja hoffentlich nächstes Jahr viele Falbfohlen hier von Gigolo. Also auf Falben stehe ich genauso und prinzipiell mag ich alle Farben. Wir haben ja auch fast alle Farben. Also ich habe ja genauso Füchse und Rappen und Schimmel und ich mag eigentlich alles super gerne. Aber das ist halt immer so, dieses Mushroom hat es mir irgendwie angetan. Das kommt, glaube ich, noch von den Isländern. Bevor wir unsere Isländer gekauft haben, also den ersten haben wir vor 13 Jahren gekauft, den Schimmel, wollte ich immer unbedingt einen windfarbenen Isländer, weil mir die Farbe so gut gefällt. Und dieses Mushroom sieht halt den Windfarben optisch relativ ähnlich. Ist zwar ein anderes Gen, eine andere Vererbung, aber rein optisch sehen die halt fast aus wie Windfarben. Und ich glaube, deswegen mochte ich die Farbe schon immer so. Also solange wie wir Minis züchten, mag ich diese Farbe. Ich habe 2010 das erste Mal eine Stute in Mushroom gekauft. Und ja, seitdem ist das irgendwie so mein Ziel, ja, da auf jeden Fall mal Nachzucht zu ziehen. Es ist aber relativ schwierig, weil es gibt einfach relativ wenige, die dann auch noch eine gute Qualität haben und die man wirklich für die Zucht nutzen kann. Und ja, deswegen ist das nicht so einfach. Deswegen bin ich ganz happy jetzt aktuell mit den Stuten und auch mit Köhn, mit dem Hengst. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Ob ihr lieber diese dunkle Mushroom-Farbe mögt, wie Gonny jetzt, oder ob ihr lieber die hellen mögt, wie die beiden Jungstuten, wie Maite und Nina. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich sage bis bald.